Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Bundesbericht Energieforschung 2024. Der ist vor wenigen Tagen veröffentlicht worden und wir schauen uns mal an, was da so Interessantes drinsteht und worauf sich da im Weiteren bezogen wird. Wir haben hier eine Pressemitteilung beim Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium, wo ein bisschen zusammengefasst wird, worum es eben hier so geht. Natürlich geht es um einen Bericht, der über die Energieforschung berichtet und haben hier auch nochmal den Verweis zum Beispiel auf das 8. Energieforschungsprogramm und auf das Förderprogramm Fusion 2040. Dann ist hier unten der Bericht selbst auch verlinkt. Ich werde euch den Link entsprechend für alle drei Dokumente mit in die Videobeschreibung packen. Wenn ihr dann in diesen Bericht selbst geht, der ist 86 Seiten lang, hat hier ein wunderbares Deckblatt, wo man sofort weiß, um was es sich handeln soll. Das ist offensichtlich Energieforschung. Und dann sehen wir Juli 2024, das ist ganz frisch. Im Inhaltsverzeichnis sehen wir, okay, am Anfang so ein bisschen allgemeine Erklärung der Energieforschungspolitik. Ne? Wir haben bis vor kurzem das 7. Energieforschungsprogramm, darüber haben wir hier auf dem Kanal auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, wie sich das so da entwickelt hat und wie das sich angeguckt wird. Und dann, hey, es geht jetzt weiter. Wir haben nun das 8. Forschungsprogramm und wir haben eben diese Fusion 2040, weil jetzt sind wir endlich auf dem Weg zum Fusionskraftwerk. Etwas, worüber wir seit 50 Jahren, wie lange auch immer, jetzt schon sprechen, im Sinne von, das ist bald da. Jetzt ist es wirklich bald da. Na, schauen wir mal, ob das auch so kommt. Und dann ein bisschen konkretere Unterteilung, Projektförderung eben in die diversen Teilbereiche, ne, so strategische Förderformate. Da sehen wir zum Beispiel diese Reallabore der Energiewende. Das ist ein Thema, wo wir dann immer, ich sag mal so, die Leuchtturmprojekte haben, wo im Reallabor auch wirklich vor Ort in einem kleinen Netzbereich zum Beispiel oder mit einer konkreten Anlage etwas ausgetestet wird. Das wird wissenschaftlich begleitet und dann eben ausgewertet, ob das Ganze hochskaliert werden kann auf ein Gesamtsystem. Wasserstoffleitprojekte, auch das ist natürlich ein wichtiges Thema für die Zukunft, auch wenn Wasserstoff natürlich eine deutlich kleinere Rolle spielen wird, als es oftmals so angenommen wird, weil das Wasserstoffkernnetz nun mal vergleichsweise klein ist im Vergleich zum heutigen Erdgasnetz. Das beachten viele Leute halt nicht so wirklich. Energiewende-Themen im Allgemeinen und dann die einzelnen, ich sag mal, Erzeugungstechnologien im erneuerbaren Bereich, ne, PV, Wind und so weiter. Hier haben wir deutlich mehr Seiten für die Bioenergie. Also das ist schon mal interessant. Wer sich damit weiter beschäftigen will, kann sich das dann hier anschauen. Stromnetze, Speicher, Sektorkopplung, diverse Nebenthemen. Auch hier natürlich Digitalisierung der Energiewende, sehr interessant. Ne? Smart Metering schlussendlich. Nukleare Sicherheitsforschung gehört immer noch mit dazu, natürlich. Einerseits, weil wir die Anlagen natürlich immer noch stehen haben und abgebaut werden müssen, aber auch, weil das darüber hinaus ein wichtiges Thema ist. Und dann Thema institutionelle Energieforschung. Damit ist natürlich gemeint, es gibt verschiedene Forschungsgemeinschaften, die dann sehr stark vom Bund gefördert werden. Und in unserem Kontext hier müsste das die Helmholtz-Gemeinschaft sein, mit diversen einzelnen Instituten, die hier Geld bekommen, um eben aktiv zu forschen. Europäische Zusammenarbeit, Bundesländerübersichten und dann nochmal so allgemeine Tabellen. Hier in diesen Tabellen am Ende, so Fördermittelverwendung, findet ihr eine Übersicht über eben das Auszahlen von Geldern in bestimmten Jahren in diese bestimmten Bereiche hier. Also wer sich damit beschäftigen will, wen das interessiert, die Fördermittel Geldverwendung auf bestimmte Themengebiete, der findet hier am Ende auf diesen letzten 10 Seiten sehr, sehr interessante Tabellen. Für alle anderen sind es absolut uninteressante Tabellen. Von daher gehen wir da nicht genauer drauf ein. Ich würde sagen, wir scrollen mal so ein bisschen rein und schauen einfach mal, was hier Interessantes zu finden ist. Die Energieforschungspolitik der Bundesregierung ist klar. Am Ende des Tages brauchen wir Geld, um unser System weiterzuentwickeln. Für Weiterentwicklung brauchen wir Forschung und Entwicklung. Und dementsprechend ist es klar, wir müssen hier finanzieren. Die Übersicht der Fördermittel im Jahre 2023 ist schon ein guter Start. Hier dunkelblau, das sind strategische Förderformate, also so das große Ganze, ein bisschen heller blau, Energiewende in den Verbrauchssektoren, dann hier die Energieerzeugung und die Netze, Speicher, Sektorkopplung und dann systemübergreifendes. Da sehen wir schon, das ist alles so ungefähr gleich groß, so zwischen 11 und 16%. Dann ein bisschen was für die nukleare Sicherheitsforschung. Das ist also verschwindend wenig im Vergleich zu dem Rest. Das ist ja auch, ich sag mal, der Situation angebracht. Wir haben
schlussendlich schon die letzten Jahre noch sehr wenige Kernkraftwerke gehabt. Jetzt keins mehr in Betrieb oder keins mehr im Einspeisebetrieb. Alle im Rückbau schlussendlich. Aber dennoch müssen wir natürlich Geld dafür ausgeben, immer noch sicherzustellen, dass das alles läuft. Und wir ja auch, wichtig, den radioaktiven Müll ja noch irgendwo hinbringen müssen und sicher lagern müssen. Also natürlich brauchen wir da noch Geldinvestitionen, keine Frage. 22,26%, also am Ende der größte Teil der Mittelverwendung, ist die institutionelle Förderung. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist klar. Wenn wir schlussendlich von der Industrie und ich sag mal auch vom Militär unabhängige Forschung haben wollen, dann muss die schlussendlich aus Steuergeldern bezahlt werden. Ist klar, weil dann ist die nicht davon abhängig, für bestimmte Industrieunternehmen oder eben für eine bestimmte militärische Verwendung Geld auszugeben. Weil gerade das Thema ist bei Fraunhofer zum Beispiel so ein Ding. Ne? Fraunhofer wird vergleichsweise stark von der freien Wirtschaft bezahlt und eben auch für so verschiedenste Anwendungen, ist ja aber auch im Energiebereich sehr, sehr wichtig. Die Fraunhofer ISE und Co. im Solarbereich und auch hier unsere Energy Charts Infoseite, das kommt alles von Fraunhofer, die machen super wichtige Dinge, gar keine Frage, sind aber deutlich weniger aus Steuermitteln bezahlt, als eben aus freien Mitteln der freien Wirtschaft und Industrie. Und das ist dann natürlich eine wichtige Unterscheidung, was man eben erreichen will, dann auch als Land, als Bundesrepublik im Sinne der Energieforschung. Wie kann man das denn antriggern, dass da die wichtigen Dinge auch mit genügend Zeit und Ressourcen bespielt werden, indem man Geld reingibt? Und dafür haben wir eben zum Beispiel die Helmholtz-Gemeinschaft. Und es gibt ansonsten zum Beispiel die Max Planck, die aber in anderen Themen sehr stark sind. Zum Teil aber auch hier. Das sehen wir, glaube ich, nachher in der Übersicht nochmal. Weil die machen auch, glaube ich, Plasmaforschung, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber schauen wir mal noch weiter runter. Ich wollte nur erstmal zeigen, die Verwendung ist bei den Technologien noch relativ gleichbleibend. Der größte Teil geht natürlich dann an die Forschungseinheiten, sage ich mal. Und so ein bisschen Rest, nukleare Sicherheitsforschung und weitere Begleitung. Danach haben wir hier sehr viel Prosa-Text darüber, wie toll halt Energieforschung als solche ist. Ein bisschen Übersicht darüber, wo Projekte laufen, die hier bewilligt worden sind. Ich selbst wohne so ungefähr hier so in dieser Ecke in Ostthüringen. Da ist nicht so viel los, aber immerhin ein bisschen was schon. Sie sehen natürlich so eine gewisse Tendenz rund um die großen Metropolregionen, Berlin, München, Hamburg und auch hier so die ganze NRW-Ecke. Auch hier in Baden-Württemberg, da ist doch einiges los. Klar, überrascht jetzt, glaube ich, niemanden. Wir haben ansonsten hier so diverse Übersichten, ist fein, kann man sich anschauen. Wir gehen mal noch weiter. Hier unten sehen wir bei der Struktur der Energieforschung bis 2023, dass hier eben unten bei den institutionellen Förderungen hier auch zum Beispiel das DLR dabei ist, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, die eben auch an verschiedenen Stellen hier mitforschen und hier HGF, das müsste Helmholtz-Gemeinschaft sein. Ne? Ja, genau. Da sind die mit dabei. So, dann scrollen wir mal noch ein bisschen weiter. Sehr viel Blabla darüber, wie toll man hier alles forscht. Die Entwicklung dann aus dem 8. Forschungsprogramm, da können wir auch gleich nochmal kurz reinschauen. Und dann kommen wir zum Thema der Projektförderung. So, hier sehen wir zum Beispiel Reallabore der Energiewende. Wir haben uns auch schon mal auf dem Kanal mit Reallaboren beschäftigt. Ihr habt dann so eine Übersichtsseite, wo die diversen großen Projekte zu sehen sind. Ne? Die Reallabore sind dann eben hier. Ne? Das. Wir sehen schon, ne? Großwärmepumpe, ein Anwendungsreallabor, integrierte Wärmewende, Smart Quad. Man kann manchmal rauslesen, worum es da wahrscheinlich gehen wird. Ne? Küste oder auch Stahl. Kann man sich also vorstellen, da geht es um viele spannende Themen. Und wer sich damit weiter beschäftigen will, kann sich die einfach ergoogeln und findet dann auch direkte Landingpages, wo das beschrieben ist. Eben weil viel Steuergeld investiert wird, muss da auch transparent darüber berichtet werden, was man da macht. Von daher findet man da viele Informationen. Hier sieht man auch, wie die Fördermittelverwendung entsprechend sich entwickelt hat. Und sehen, ja, das ist also doch durchaus auch in einer positiven Entwicklung. Und dann haben wir diverse Porträts von einzelnen Projekten. Also wer sich damit beschäftigen will, kann sich hier einzelne Ergebnisse anschauen, ja, und ein Gefühl dafür holen, wie weit die jetzt sind. Auch hier sowas wie Technology Readiness Level beschreibt eben, wie weit man dann in Richtung realer Umsetzung ist. Na, hier wird noch bis 2027 gefördert, geforscht.
Alles klar. So kann man sich ein Bild davon machen, wie hier einzelne Forschungen aussehen. Dann hat man hier jeweils auch nochmal Grafiken, die eben beschreiben, wie hier die Fördermittelverwendung für die einzelnen Technologien aussehen. Dass eben Geothermie hier in 2021 besonders stark nochmal gefördert wurde, weil da wahrscheinlich auch die Projekte gelaufen sind, die entsprechend viel Geld in Anspruch genommen haben. Das heißt also nicht immer, dass es in diesem Jahr besonders wichtig war. Jetzt haben wir gesagt, jetzt fördern wir, sondern in diesem Jahr gab es die entsprechenden Fördermittelabrufe durch die Projekte, durch die Forschungsprojekte. So kommt auch hier der Wandel her. Ja, und so wird das hier also immer schön auseinandergenommen für die diversen Bereiche. Wer sich damit beschäftigen will, findet in diesem Dokument eine wunderbare Übersicht. Wir sehen dann hier nochmal den Hinweis auf die institutionelle Forschung. Und da wird hier schon darauf hingewiesen, Helmholtz Energy ist da die Stelle, die gefördert wird. In der Forschungsgemeinschaft von Helmholtz findet man entsprechend jede Menge Institute, die dort mitmachen. Und ich glaube, hier irgendwo müssten wir noch mehr Übersicht haben. Genau, hier wird zum Beispiel verwiesen auf das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Jülich ist natürlich da mit dabei. Materialforschung und Energieforschung, HZB. Hier Dresden-Rossendorf. Das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie. Und dann haben wir noch wissenschaftlich assoziiert das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Genau, das war das Thema, was ich vorhin angedeutet hatte. Max Planck gehört natürlich nicht zu Helmholtz. Das ist ja eine verfeindete andere Forschungsgemeinschaft. So wie hier auch meinetwegen Fraunhofer dann als drittes zu sehen wäre und so weiter und so fort. Ne? Und so wird hier ein bisschen erklärt, wer sich um was kümmert. Ne? DLR macht hier auch Windenergie, Vivaldi. Wir haben hier Tokamak, das ist eine Plasma-Forschung, das dürfte dann also das Max-Planck-Thema sein, wo es dann schlussendlich auch um Fusionsenergie langfristig dann gehen würde. Wir haben Wasserstoffthemen, wir haben Power-to-Liquid-Themen, viele, viele spannende Entwicklungen. Und dann wird hier nochmal ein bisschen darauf eingegangen, wie also diese Forschung so aussieht. Ich habe entsprechende Links zu den Quellen direkt mit drin. Also, wer sich damit beschäftigen möchte, findet hier doch eine ganze Menge an Dokumenten. Am Ende haben wir diese spannenden Tabellen. Ich habe es vorhin einmal erwähnt. Wer sich mit der Fördermittelverwendung über die Jahre hinweg beschäftigen will, also wer das Zahlenwerk sich anschauen will, ne, in welchen Jahren wie viel Geld dann in das Gesamtthema Energieerzeugung ging, zum Beispiel, findet das hier. Und dann weiter unten in den Tabellen ist dann die konkretere Verwendung, zum Beispiel hier Bereich Energieerzeugung in PV-Technologien, so und so viel über dieses Jahr, ne, im Gesamtbereich Photovoltaik. Und so kann man das sehr schön auseinanderdröseln, wie viel Geld hier jeweils reingekommen ist. Das kann für die ein oder andere Analyse oder ähnliches oder für irgendeinen Bericht ja doch eine spannende Quelle sein. Das ist, wie gesagt, aber nur ein Bericht und damit ja schlussendlich ein Bericht darüber, wie die Fördermittel so verwendet worden sind. Das ist der Sinn und Zweck dieses Dokuments. Wer jetzt tiefer reingehen will, findet dann mit dem 8. Energieforschungsprogramm auf 56 Seiten noch ein paar interessante Erklärungen dazu, was man hier jetzt machen will. Und mit diesem Förderprogramm Fusion 2040, wahrscheinlich Fusion 2040, auch nochmal ein paar Erklärungen dazu. Ich will das nur kurz zeigen, weil das ist ein reines Prosa-Dokument. Also hier ist einfach nur eine Erklärung, wie die Förderung der Fusionskraftwerke hier, Forschung, laufen soll. Das ist hier entsprechend vom BMBF, also vom Bildungs- und Forschungsministerium. Und hier ist dann dementsprechend sehr viel Text, Blabla, wie das laufen soll. Von Februar 2024, relativ aktuell. Das 8. Energieforschungsprogramm ist schon von Ende letzten Jahres. Hier steht es Oktober 23, aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, wir haben das auf dem Kanal nicht genau besprochen, aber ist auch nicht ganz so tragisch. Ich habe hier zum Beispiel die Emissionen, das Gesamtenergiesystem, die Wärmewende, die Stromwende, Wasserstoff mit jeweiligen Jahreszahlen und so allgemeine Wandel, könnte man noch sagen. Und dann wird da jeweils drauf eingegangen. Und das ist dann vielleicht sogar noch ein bisschen anschaulicher, weil dann hier eben gleich, Moment, was wollen wir uns mal genauer anschauen? Scrollen mal kurz ein bisschen raus. Hier Wärmewende zum Beispiel. Wärmewende ist ein super wichtiges Thema. Wir müssen ja unsere fossil bisher betriebenen Heizungen umstellen auf sauber strombetriebene. Und
dann wird hier eben beschrieben, okay, wir wollen das jetzt hier machen, wir wollen dort Forschung haben und dann haben wir entsprechende Ziele aufgestellt. Der Wärme- und Kältebedarf in Gebäuden soll grundsätzlich klimaneutral gedeckt werden und dementsprechend nachhaltig. Und dementsprechend haben wir dann, ne, Programmziel 1, diverse Unterpunkte. Wir wollen innovative Lösungen hochskalieren können. Okay, wir wollen die Komplexität reduzieren. Super wichtig. Energieeffizienz erhöhen, Ressourcen nachhaltig einsetzen, Akzeptanz verbessern und dann ne, nächstes Programmziel. Und so ist dann jeweils in einem kurzen Postertext beschrieben, was man hier als Ziel sieht. Energieforschungsprogramm beschreibt ja, dass das jetzt Ansätze sind, die wir als wichtig erachten über die nächsten Jahre. Also so ein Energieforschungsprogramm läuft praktisch für, ich sag mal, 5 Jahre, 3, 4, 5 Jahre, irgendwie sowas. Und in dieser Zeit wollen wir also explizit diese Themen hier haben. Und wer jetzt als Forschungsinstitut sich damit beschäftigt, hätte eine Chance entsprechend auf eine Fördermittelverwendung, wenn man das entsprechend dann angehen könnte. Na, also so finde ich diese Beschreibung der Programmziele und dann der Unterpunkte nicht nur eine wichtige Quelle für Forschungsinstitute, die sich also damit beschäftigen wollen, hier vielleicht wichtige Themen zu erreichen, sondern auch explizit natürlich für diejenigen, die die langfristigen strategischen Entwicklungen der Branche sich anschauen wollen, sehen ja hier, was wird jetzt gefördert. Das, was jetzt gefördert und auch gewünscht ist, politisch, also wo auch Geld wartet auf Forschungsmittelverwendung, ist dann ja etwas, was so im übernächsten Schritt wahrscheinlich auch an den Markt gehen wird. Dementsprechend nicht uninteressant, sich diese Dokumente nochmal genauer anzuschauen. Wir sehen auch hier, wir wollen uns ein bisschen mit Hochtemperatur-Wärmepumpen beschäftigen, über 300 Grad Prozesswärme, ist auch wichtig, dass wir nicht nur die Versorgung von Haushalten und Co. sicherstellen, sondern auch von der Industrie, bei der wir vielleicht andere Temperaturen auch brauchen. Also wichtige Themen, Stromwende, auch da, was wir da eben wollen, ne? Wir wollen natürlich das Ganze nachhaltig haben, wir wollen, dass das sauber läuft und dann sind ja entsprechende Unterpunkte, stabiles Stromnetz und bla, wo entsprechend Geld winkt. Ich würde immer empfehlen, dass man sich hier diese Zwischenüberschriften mindestens mal durchliest, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was hier tendenziell eben über die nächsten Jahre gefördert wird. Und dann weiß man, was man danach tendenziell an den Markt geht. Ja? So mache ich das seit 4 Jahren. Also ich schaue mir Energieforschung als solches seit bestimmt über 10 Jahren an. Ich meine, 2013 war ich das erste Mal auf einer Forschungskonferenz. Es gab ja diverse damals. Ich müsste jetzt überlegen, wann ich immer wo war. Oder es war vielleicht auch 2014 erst. Ich glaube, 2013 war ich das erste Mal bei den Berliner Energietagen. Das ist ja eine allgemeine Konferenz. Und ab 2014 war ich dann auf sowas wie Energy Science Technology in Karlsruhe. Und dann mal bei Stuttgart auch noch eine Forschungskonferenz, wo ich gerade den Namen nicht mehr parat habe. Ich war da aber mehrere Jahre immer auf solchen Konferenzen. Ich war damals auch noch immatrikulierter Studierender, nämlich berufsbegleitend. Und dadurch kam ich sehr günstig auf diese Forschungskonferenzen und konnte mir dort entsprechend mal anschauen, worüber gesprochen wird. Und das, was man da so erfahren hat, ist dann in den nächsten Jahren nach und nach und nach und nach operativ gegangen, in den Markt hinein. Und dementsprechend konnte man vorher halbwegs abschätzen, was denn da so entwickelt wird. Finde ich, gerade auch für die, die das große Ganze sich anschauen wollen, einen wichtigen Aspekt, da möglichst früh sich einfach so ein Gesamtbild mal machen zu können. Und dafür ist Energieforschung eine super Quelle. Okay, soweit mal zu diesen Dokumenten. Der Bericht als solcher, wie gesagt, zeigt vor allem die Fördermittelverwendung auf in diesen diversen Bereichen. Das Forschungsprogramm zeigt auf, was jetzt über die nächsten Jahre besonders gewünscht ist oder die großen Ziele sind. Ziele kann man übersetzen in Geldfluss und dann in Operationalisierung an den Markt. Und das Fusionskraftwerkprojekt, naja klar, möchte halt, dass endlich mal ein Fusionskraftwerk da ist. Überrascht wenig. Okay, wichtiges Thema, wie gesagt, wer sich mit der Zukunft ein bisschen beschäftigen will, na, heute schon, der sollte in die Energieforschungsthemen reinschauen. Alles klar. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen und Co. dazu habt, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Kennt ihr ein spannendes Energieforschungsprojekt, zum Beispiel so ein Reallabor, dann auch gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr da Spannendes zu teilen hättet.
Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.